rufe laut hinaus, so dass es jeder hört. Deine Güte reicht so weit, deine Treue hört nie auf. Deine Gnade rettet mich, deine Liebe für mich ganz. Herr, du begeisterst mich. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist I'm not afraid to die.
nochmal. Wer hier drinnen weiß denn, dass Gott gut ist? Na gut. Also wenn ihr wisst, dass Gott gut ist, und wenn wir dann singen, ich singe, denn Gott ist gut, und dann singen wir auch, ich tanze, denn Gott ist gut. Come on. Kann man das mal machen? Wenn wir wissen, dass Gott gut ist, dann haben wir doch ganz viel Grund zu singen, oder? Dann haben wir doch ganz viel Grund zu tanzen. Ganz viel Grund, ihn zu loben, zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Er ist gut, er ist immer gut, er ist immer gut, er ist immer gut, er ist immer gut, er verändert sich nicht. Und ich singe, denn du bist gut, und ich tanze, denn du bist gut, und ich rufe laut, du bist gut. Sure.
und fühlen, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah. Oh, auch wenn ich mich verloren fühl, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah. Thank you.
ist in dir, alles kommt von dir, alles geht zu dir. Halleluja! Alles ist in dir, Jesus. Alles ist in dir. Halleluja! Halleluja! Wir preisen dich mit allem, was wir haben. Wir preisen dich mit allem, was wir haben. Mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Seele, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, loben wir dich heute. Wir preisen dich, wir ehren dich.
danke dir für deine kostbare Gegenwart hier uns, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt Menschen berührst, Herr. Herr, wir danken dir für diese Karte, die sagt, diese Person, die so dankbar ist für deine Gegenwart. Ja, Herr, wir sind so enorm dankbar, Herr, dass wir dich erleben dürfen, dass wir dich haben dürfen, Herr. Dass du wirkst, Herr, dass du gut bist, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Und wir wollen auch für diese Anliegen beten, die hier sind. Und wenn du ein Anliegen hast, ein anderes Anliegen vielleicht, bist du in finanziellen Schwierigkeiten, was auch immer es ist, oder du was Praktisches brauchst, hier braucht jemand einen Job, dann heb deine Hand, das ist ein Zeichen für den Herrn, dann wollen wir auch für dich und jetzt und für dein Anliegen beten. Vater, im Namen Jesus, wir beten, Herr, für alle diese Menschen, die dein Eingreifen brauchen, im Namen Jesus. Ich bitte dich, Herr, dass du eingreifst, Herr. Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr, und dass du die Menschen berührst, Herr, und dass du die Menschen gibst, was auch immer sie brauchen, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus, für das, was du tust. Du bist so gut, Jesus. Danke, 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 Jesus. Und so wollen wir auch heute für Österreich und für Wien beten. Yes. Komm, machen wir uns eins. Vater, im Namen Jesus, danke, Herr, dass wir unsere wunderschöne Stadt segnen dürfen, Herr. Herr, die Menschen, die hier leben, wohnen und arbeiten, Herr. Herr, ich segne die Menschen hier, die 2 Millionen Menschen, Herr. Komm und gieß deinen Heiligen Geist aus, Herr, über diese Stadt, über die Menschen, in jedem Bezirk, Herr. Im Namen Jesus, Herr. Komm und offenbare dich als Herr, als Messias, Herr, in diesem Land, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir alle Gemeinden segnen dürfen, Herr. Wir segnen alle Kirchen in Wien und in Österreich, die heute oder morgen Gottesdienst feiern. Im Namen Jesus, gieß deinen Heiligen Geist aus über die Menschen, die Gottesdienst feiern. Komm und tu was Neues, Herr, in unserem Land. Im Namen Jesus, Herr, wir segnen alle Leiter und die Pastoren der anderen Gemeinden, Herr, die vielleicht angefochten sind. Herr, wir bitten dich um deinen Schutz und um deine Bewahrung im Namen Jesus, Herr. Herr, wir danken dir dafür, Herr. Danke, Jesus. Herr, wir wollen auch heute laut deinem Wort alle Obrigkeit segnen, Herr. Danke, Herr, dass wir die Regierung segnen dürfen, Herr. Dass wir das Parlament segnen dürfen, Herr, in deinem wunderbaren Namen, Herr. Hilf ihnen, dir wohlgefällige Entscheidungen zu treffen, Herr. Danke, Herr, dass wir in einem Land des Friedens wohnen dürfen, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Wir segnen sie, Herr, und unsere Zusammenarbeit in diesem Land, Herr. Und Vater, wir dürfen auch heute Israel segnen. Ich möchte dein Volk segnen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Ich möchte die Juden und die Araber segnen. Herr, offenbare dich auch, Herr, als Messias, Herr, der schon einmal gekommen ist und eines Tages zurückkehren wird, Herr, zum Ölberg, zum Jerusalem. So wünschen wir in deinem wunderbaren Namen, Jerusalem, Frieden, Herr. Danke, Jesus. Und die ganze Gemeinde sagte, Amen. Halleluja, halleluja. Jesus, ich preise dich. Deine Nachbarn natürlich begrüßen, sie willkommen heißen. Noch einmal ganz herzlich willkommen heute zu unserem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und wir freuen uns, dass wir wirklich
so einen schönen Gottesdienst in der Gegenwart Gottes erleben dürfen und haben dürfen. Amen. Und ich freue mich, dass du da bist. Du bist genau am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Glaubst du das? Amen. Weil ich glaube, der Herr ist dir schon begegnet, aber er hat noch was für dich. Amen. Du wirst nicht heute mit leeren Händen von hier weggehen. Davon bin ich überzeugt. Amen. Alle, die mit Hunger kommen, werden gesättigt werden. Im Namen Jesus. Halleluja. Wir wollen natürlich auch wissen, falls wir eventuell heute neue Gäste unter uns haben. Und da möchte ich dich bitten, dass du ganz freimütig bist und einfach kurz deine Hand hebst. Wir haben unser Begrüßungsteam, das steht bereit und wollen dich gerne einen Willkommensackel in die Hand drücken. Da drinnen findet ihr einige Informationen über uns. Noch einmal deine Hand heben kurz. Unsere Ordner gehen jetzt herum und schauen, da gibt es noch jemanden eventuell hier, ja. Da drinnen, wie gesagt, findet ihr einige Informationen über uns. Wenn ihr die Willkommenskarte ausfüllt und gleich nach dem Gottesdienst durch die Tür hier links, dann haben wir unsere sehr, sehr freundliche Mitarbeiter auch und die würden sich auf ein Gespräch freuen. Und wenn du die Besucherkarte ausfüllst, bekommst du auch ein Geschenk. Lass uns unsere erstmaligen Gäste einen kräftigen Willkommensapplaus geben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz herzlich willkommen. Auch alle Internetzuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Solltet ihr vor kurzem in den Livestream eingestiegen seid, dann freuen wir uns auch, dass ihr dabei seid. Jetzt kommt unser Infoscreen. Na, na, na. Na, 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 na. All of my mistakes woven through my story, all the mess I make, God use it for your glory. Every wrong turn, it's true, led me right here to you. I may lose my way, nothing's greater than your grace. Not even my mistakes. Ansage ankündigen, ist noch nicht in dem Infoscreen, aber wird bald auch da sein. Wir haben ja wieder eine Taufe natürlich geplant und zwar das erste Wochenende im Juni. Also ich weiß, es gibt noch einige Täuflinge unter uns, die noch nicht getauft sind. Also da werden wir wieder hier auf der Terrasse eine schöne, schöne Taufe gemeinsam feiern. Also den ersten Samstag im Juni, wenn du noch nicht getauft bist, dann solltest du dich auf jeden Fall für die Taufe, für die biblische Wassertaufe anmelden, damit du getauft werden kannst. Und dann werden wir dieses Fest nach dem Gottesdienst gemeinsam feiern. Amen. Also Taufe steht vor, viele, viele gute Dinge erwarten uns noch. Amen. Halleluja. So, jetzt wollen wir unser Opfer zusammenlegen. Ich bin heute ein paar Stunden in einer Konferenz gewesen. Wir waren gemeinsam, Pastor Gerhard, Jeanette, andere, meine Frau war gestern da in einer Konferenz und das ist immer inspirierend zu hören, was der Herr tut. Und ich glaube, der Herr hat noch viel vor in diesem Land. Amen. Und wir haben kurz darüber ausgetauscht, Möglichkeiten und was wir so tun und Einsätze im Auto und so. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, solange wir noch da sind, gilt der Auftrag Jesu, das große Missionsbefehl, um Jünger zu machen, nicht nur, dass Menschen bekehrt werden, sondern sie zu trainieren, sie taufen und zum Jünger zu machen. Und bis Jesus kommt,
ist das unser Auftrag. Und ich bin froh, weil heute haben wir einen Teil von diesem Missionsauftrag umgesetzt, indem wir heute einen Outreach gehabt haben. Aber es gibt noch viele, viele Menschen in dieses Land, in dieser Stadt und auf dieser Erde, die noch darauf warten, dass jemand hinkommt, entweder physisch in Person oder dass wir sie erreichen durch die Medien. Mit was? Mit nur einem Klatsch auf den Schultern? Nein, sondern mit den guten Nachrichten von Jesus Christus, mit dem Evangelium. Und solange wir noch da sein dürfen, bis Jesus zurückkommt, und er kommt bald, bist du bereit? Haben wir diesen Auftrag und wir sind da. Nicht nur, nicht für uns selbst, sondern um die Welt zu erreichen. Die Welt zu verändern, dort wo wir sind. Und deshalb ist das unser Auftrag als Kirche. Und solange, und wir haben noch, wir werden nicht von diesem Auftrag davonlaufen, das wollen wir nicht. Solange wir diesen Auftrag haben, wollen wir diesen Auftrag auch treu sein. Und dafür braucht es Ressourcen. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen, auch dabei zu sein und weiterhin treu dein Zehnten geben, damit es Nahrung gibt in diesem Haus, damit es Speise gibt in diesem Haus und damit wir immer wieder das tun können, wozu der Herr uns ruft, hinauszugehen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt, dort wo wir sind. So, ich möchte dich danken, möchte dir danken für deine Treue. So, heute kannst du dein Zehnten geben und ein Opfer geben. Aber lass uns auch nicht die Mission vergessen. Es warten noch Menschen auf uns, auf dich, auf die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, dass jemand hingeht und es einfach erklärt, das Evangelium. Und deshalb kannst du auch heute in die Mission gehen. Lass uns treu bleiben in unserem Missionsgeben auch, was wir am Anfang des Jahres versprochen haben zu geben mit der Hilfe Gottes. Halleluja. So heute, wenn du Bargeld mitgenommen hast, dann kannst du so ein Kuvert nehmen, dann legst du dein Geld drin und schreibst drauf, für welchen Zweck es ist. Hast du kein Bargeld mitgenommen, da hinten haben wir ein Bankomat, der auch heute funktioniert. Halleluja. Und da kannst du mit Kredit oder Bankomatkarte auch geben. Ich möchte auch als Internetzuschauer ermutigen, dabei sein. Ihr dürft natürlich auch dabei sein. Ihr habt die Infos auf euren Schirmen. So Gottes Segen beim Geben. There is a king seated among us. Let every heart receive him now. Und ihr sucht einen Partner, nicht dass man deswegen auf die Bibelschule geht, aber ich sage euch, es ist ein guter Ort, jemanden kennenzulernen, weil man dasselbe Ziel hat, Jesus zu folgen. Dort habe ich sie kennengelernt. Die Schule heißt BSSM, Bethel School of Supernatural Ministry. Aber in dem Fall könnte man auch sagen, Bethel School of Supernatural Marriage, also der übernatürlichen Ehe. Das ist das, was wir gemeinsam leben. Ich bin sehr froh, dass sie heute da ist. Jemand anderen, den ich heute noch ehren möchte, ist, ich möchte drei von meinen Freunden ehren, die mit mir hier sind. Johannes, Tobi und Luki. Vielleicht könnt ihr auch kurz aufstehen. Jeder von uns braucht so Freunde wie diese drei, zu denen man kommen kann, wenn es einem nicht gut geht, mit denen man feiern kann, wenn es einem gut geht und auf die man sich verlassen kann. Und das sind diese drei für mich gewesen. Johannes und Tobi sind mit mir auch gemeinsam in Leiterschaft, in einem Dienst, den wir leiten, Bless Vienna, wo wir heute übrigens einen wunderbaren Outreach hatten. Wie viele von euch waren dabei beim Outreach heute? Ja, da ein paar, da hinten auch ein paar, sehr cool. Wir haben super coole Sachen erlebt. Ich habe gemeinsam mit Sophie für jemanden gebetet, für zwei junge Burschen. Und die haben gesagt, na, wir haben nichts, vielleicht manchmal Rückenprobleme. Dürfen wir dafür beten, haben wir gefragt. Sie haben gesagt, okay. Und somit haben wir unsere Hand auf sie gelegt, kurz für sie gebetet. Sie haben sich bedankt, sind wieder gegangen. Und drei Minuten später kommt der eine wieder zu mir. Sie kommen zu zweit, aber der eine kommt und sagt, hey, ich wollte noch sagen, ich habe auch Arthrose in meinem Daumen. Das habe ich vergessen zu sagen. Sag ich, ah gut, dass du das jetzt sagst. Darf ich dafür beten? Also, ja, okay, sicher, ja. Lege meine Hand auf seinen Daumen, spreche ein kurzes Gebet, sage in Jesu Namen, Daumen sei komplett gesund. Man braucht nicht die großen Wörter, wenn man betet, man braucht nur das richtige Herz vor Gott.
Gott macht den Rest. Und so bete ich für ihn und frage ihn, kannst du es ausprobieren? Und er probiert es aus und sagt so, hey, ohne Spaß, das ist wirklich besser. Das ist wirklich besser. Ich sage, oh nice, darf ich nochmal beten? Habe ich nochmal für ihn gebetet? Er sagt, nein, ich spüre es wirklich. Es ist anders als vorher. Ich sage, ich weiß dem Herrn, das ist Jesus, der dich liebt. Und so, ich bin sicher, viele von den anderen haben auch super coole Zeugnisse erlebt. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, wie Gott Menschen berühren möchte durch dein eigenes Leben. Jeder von uns ist dazu berufen, wie Pastor Martin gesagt hat, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und die Qualifikation ist nicht, dass man Prediger sein muss oder Pastor sein muss und nicht mal, dass man Evangelist sein muss von seinem Amt her, obwohl das super ist, sondern die Qualifikation, die dich qualifiziert, um deinen Glauben zu teilen, ist, dass der Heilige Geist in dir lebt. Gott sucht nicht nach Super. Und diese Furcht hat sich gekleidet in all diese Dinge. Und ich habe Lügen erzählt, nur um dazuzugehören. Ich habe über andere gelästert. Ich war geplagt von Süchten. Aber es gibt jemanden, der mich freigemacht hat von diesen Sachen. Und die Person war keine Religion. Und es war keine einzelne Kirche. Und es war nicht mal das Buch, die Bibel, das wir so gern lesen, was wunderbar ist. Sondern was mich freigemacht hat, ist eine Begegnung mit der Person Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen heute, es ist egal, mit welcher Last du heute gekommen bist, diese Person ist heute hier, um dir deine Last abzunehmen, um dir ein neues Herz zu schenken, um dir einen neuen Geist zu geben, um dich zu ermutigen und zu erfrischen. Amen. Das ist der Jesus, dem wir dienen. Und so bin ich in diesem Leben gefangen gewesen. Meine Eltern waren Christen, sie haben ihr Bestes gegeben, mir diese Werte zu vermitteln. Aber je älter ich geworden bin, desto weniger Interesse hatte ich an Gott, der Bibel, dem Glauben. Ich habe gewusst, was die Bibel sagt, so ungefähr. Warum? Weil ich jeden Sonntag, und in eurem Fall jeden Samstag, in einer Kirche war und gehört habe, dass jemand etwas von vorne spricht. Aber hier war das Problem. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber ich bin nie zu Jesus gekommen. Das ist das, was dein Leben verändern wird. In die Kirche kommen ist wunderbar. Ich liebe VCC, ich liebe die Gemeinde, von der ich Teil bin, Wunderwerk. Es ist wunderbar, wir treffen Leute, die uns gleichgesinnt sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen im Glauben, Gemeinschaft haben, Zeit nehmen. Und ich habe mir innerlich gedacht, eigentlich ist es mir schon genug, dass ich jeden Sonntag mitgehen muss. Ich möchte jetzt nicht nochmal extra einen Freitag, einen Wochenendtag von mir opfern und in die Kirche gehen. Und irgendwie, sie ist dran geblieben, irgendwann, aus irgendeinem Grund, habe ich gesagt, okay, fein, schau es mir an. Meine Mama war immer jemand, der mich sehr geprägt hat in meinem Glauben, mein Papa auch, aber meine Mama war wirklich diejenige, die für mich gebetet hat, Tag ein, Tag aus, dass ich zu Jesus kommen kann. Und somit bin ich dann einmal hingegangen, vielleicht habe ich mir auch gedacht, hey, wenn ich mal hinschaue und dann ihr sagt, ja, es hat mir nicht so gut gefallen, dass sie mich dann in Ruhe lässt, dass ich nicht mehr gehen muss. Also bin ich hingegangen und was passiert ist, ist Folgendes. Ich bin durch die Türen reingegangen, genauso wie wir alle durch diese Türen hier hineingegangen sind. Und ich sehe die ganzen Leute, alle für mich in meinen Augen Heilige. Und ich habe mich gesehen als derjenige, der die ganze Schuld trägt. Ich habe gewusst, mit wem ich zusammenlebe, mit mir selber. Ich habe gewusst, die Fehler, die ich mache. Ich habe gewusst, dass das Leben, das ich lebe, nicht Gott gefällig ist. Und somit setze ich mich hin und die Leute waren ganz nett und der Gottesdienst hat begonnen. Und während der Gottesdienst beginnt, wir eine wunderbare Lobpreiszeit haben, passiert plötzlich etwas in meinem Herzen. Ich habe etwas erlebt, was ich noch nie zuvor erlebt habe. Während ich da gestanden bin und wir ein Lied singen, plötzlich spüre ich dieses unfassbar tiefe Gefühl von Frieden und Liebe und Annahme. Das, nach was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, habe ich in einem Moment erlebt und gefunden. Und während ich da stehe und das erlebe, habe ich mir nur gedacht, ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert, aber ich weiß, es ist real. Und es fühlt sich wunderbar an.
Ich habe nicht gewusst, was die Gegenwart Gottes ist. Was ich gespürt habe an diesem Tag, ist einfach, dass Gott zu mir getreten ist. Er ist an mich herangetreten und er hat angeklopft an meinem Herzen. Und er hat gesagt, Marcel, würdest du mich in dein Herz lassen? Würdest du mir diese kaputten Teile geben, die dich so belasten? Würdest du mir deine Ängste hinterlassen? Würdest du mir das Loch geben, damit ich es füllen kann? Und ich habe nicht gewusst, was ich tun soll in dem Moment, also habe ich es einfach genossen. Und manche von euch, während ich jetzt predige und auch schon während wir im Lobpreis waren, manche von euch spüren genau dieselbe Gegenwart, die ich damals erlebt habe. Ich möchte dich ermutigen, es ist kein Hype, es ist kein Vibe, wie man heutzutage sagt. Es ist nicht irgendeine Stimmung, die hier drin ist. Es ist nicht nur gute Musik. Es ist die Gegenwart Gottes, die dich jetzt gerade in dem Moment berührt. Die dein Leben verändern kann. Warum weiß ich das? Weil sie mein Leben verändert hat. Ich spreche nicht über irgendeine Ideologie. Ich spreche nicht über eine Theorie, die ich geschickt aufgestellt habe, indem ich die Bibel studiert habe. Nein, ich spreche über etwas, das realer ist als die Haut, die auf deinen Muskeln liegt. Über das spreche ich. Und somit bin ich nach diesem Gottesdienst nach Hause gegangen. Meine Mama hat mich gefragt, und wie war's? Und ich wollte nichts sagen. Ich sage, gut. Sie, oh, was schön. Mhm, ja. Möchtest du nächste Woche wieder gehen? Okay. Keine Emotion gezeigt. Die nächste Woche kommt, ich gehe wieder zum Jugendgottesdienst. Gott berührt mich nochmal und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und eines Tages hatten wir einen Gastsprecher bei uns und er hat eine Botschaft gepredigt über das Leben von Jesus. Was Jesus getan hat für dich und für mich, dass er gekommen ist, dass er gelebt hat, das Leben, das niemand von uns leben konnte, perfekt und heilig und gerecht vor Gott. Dass er ans Kreuz gegangen ist, dass wir das sehen. Und dass er all meine Schuld, meine Furcht und meine Krankheit, meine Bitterkeit, mein Stolz getragen hat. Und dass es nur eine Entscheidung von mir braucht, zu ihm hinzukommen. Und er hat zum Schluss von seiner Botschaft, genauso wie wir das in ein paar Minuten machen werden, hat er einen Aufruf gegeben. Und er hat gesagt, wenn du hier bist, und du möchtest dein ganzes Leben Jesus anvertrauen, dann möchte ich, dass du nach vorkommst. Und ich bin nach vorgegangen. Und während ich nach vorgegangen bin, hat mich plötzlich diese Welle von Liebe wieder durchströmt. Und ich bin vorn gestanden und ich habe einfach begonnen zu weinen, weil die Liebe und Annahme, nach der ich mich so gesehnt habe, die hat mich an diesem Altar getroffen. Und was sehr wichtig ist, an der Geschichte, die ich gerade erzähle, ist, ich bin zu einem Altar gekommen. Ich bin nach vorgekommen, damit jemand für mich beten kann. Zu einer Person gekommen. Aber ich bin zu Jesus gekommen in diesem Moment. Und das ist das, was zählt. Komm zu Jesus. Das verändert dein Leben. Und ich möchte kurz vorlesen aus Matthäus 11, 28 bis 30. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gern dort aufschlagen. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden. Ich lese vor, ab Vers 28, Matthäus 11, 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist das, was ich erlebt habe. In dem Moment, wo ich nach vorgekommen bin an diesem Freitagabend, habe ich meine Last hinter mir gelassen und habe das Joch, das Gott gibt, das leicht ist und das sanft ist und das liebevoll ist, das habe ich auf mich genommen. Und lass mich dir eins verraten, ich habe nie wieder zurückgeschaut.
das Beste, was ich jemals getan habe, noch besser als meine wunderbare Frau zu heiraten, ist eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Vielleicht sitzt du hier und du weißt noch nicht so viel über Gott. Vielleicht ist dein Bild, das du von Gott hast, ein Stück weit anders, wie das, was Jesus hier gesagt hat, dass Gott dir deine Last abnehmen möchte. Für dich fühlt es sich vielleicht so an, dass Gott dir noch mehr Lasten geben möchte. Weil die Bibel ist ja voller Regeln und du musst all diese Regeln befolgen. Aber die Wahrheit ist das, dass du dem folgen kannst, was die Bibel sagt, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Und dann ist es keine Bürde, dann ist es eine Freude, die du hast. Du möchtest gar nichts mehr anderes tun, als das zu tun, was Gott gefällig ist. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, wenn er dir ein neues Herz gibt, dann gibt er dir ein Herz, um ihn zu kennen. Du bist schon vorherbestimmt in diesem Herzen, dass du ihn besser kennenlernst, dass du in Beziehung mit ihm lebst, dass du in Heiligkeit lebst, dass du nicht mehr diesen Abhängigkeiten nachgehen musst. Das ist das Herz, das Gott dir gibt. Und das ist das Herz, das ich erlebt habe in diesem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Alles. Ist er gekommen und hat gesagt, wenn du mir dein Alles gibst, dann gebe ich dir mein Alles. Und die Fülle Gottes ist gekommen, um in mir zu leben. Es ist Wahnsinn. Und jeder, der hier ist, der schon diese Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen, die Fülle des Herrn lebt in deinem Geist. Sie ist jetzt schon dort. Du siehst sie vielleicht nicht komplett. Du machst vielleicht immer noch Fehler. Du wächst immer noch in dem, was Gott schon getan hat in dir. Aber Gott lebt in dir durch seinen Geist. Und da ist eine Einladung da heute Morgen für diejenigen, es ist nicht heute Morgen, tut mir leid, heute Abend. Da ist eine Einladung da heute Abend für jeden, der noch nicht diese Entscheidung getroffen hat, diesen Schritt zu gehen. Und ich sage dir eins, wenn du einen Schritt auf Jesus zumachst, dann macht er 100 Schritte auf dich zu. Alles, was er braucht, ist ein Ja in deinem Herzen. Vielleicht deckt sich das, was ich erzählt habe, nicht so ganz mit deinem Bild von Gott, das du hast. Die ganze Welt, glaube ich, fragt sich eine Frage. Wer ist Gott? Und die andere Frage, die sie sich fragen, ist, was denkt er über mich? Ich habe mein ganzes Leben gedacht, Gott ist ein unbarmherziger, strenger, unliebevoller Richter, der nur darauf wartet, bis ich einen Fehler mache. Aber das Schöne ist das, dass auch wenn Gott ein gerechter Gott ist, auch wenn Gott eines Tages kommen wird, um zu richten das, was ungerecht ist in dieser Welt, ist er ein liebender Vater. Das ist, wer Gott ist. Das ist, wer der Vater ist. Er ist ein liebender Vater. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit deinem persönlichen, leiblichen Vater war. Ob du eine schwierige Beziehung mit ihm hattest oder ob du eine wunderbare Beziehung mit ihm hattest. Aber die tolle Sache ist, dass auch wenn du einen super Papa hattest, wir einen Vater im Himmel haben, der das Ganze noch übersteigt. An Güte, an Gnade, an Vergebung, an Versorgung. Das ist das, wer Gott der Vater ist. Kein unbarmherziger Gott, sondern ein barmherziger Gott. Die Bibel sagt uns, seine Barmherzigkeit ist neu an jedem Morgen. Das bedeutet Folgendes für dich heute. Dass egal, was du gestern getan hast, egal, was du letzte Woche getan hast, egal, was du letztes Jahr getan hast oder was du getan hast, als du ein kleines Kind warst, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung ist heute für dich präsent. Und ich möchte dich ermutigen, dass du all diese Dinge ablegst, die dich belasten, dass du all diese Dinge hinter dir lässt, die dich zurückhalten von der Fülle, von dem, was Gott für dich bereithält. Weißt du, was so cool ist an unserem Gott? So super an unserem Gott ist, dass wir wissen, dass er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen, dann weiß er auch besser, was wir brauchen, als wir das selber wissen.
Und somit, wenn wir mit unserer Bibel da sitzen oder wenn wir in der Gemeinde sind und der Pastor sagt von vorne etwas über das, was in der Bibel steht, und wir denken uns, ja, aber das ist ein bisschen weltfremd und das brauche ich jetzt aber nicht annehmen. Denk Folgendes: Auch wenn es für dich nicht logisch erscheint in diesem Moment, du folgst einem Gott, der dich besser kennt, als du dich selber kennst. Kleine Kinder wollen immer Süßigkeiten. Oder wie viele von euch haben Kinder, die immer Süßigkeiten wollen? Okay, ja, ich sehe einige Hände. Kinder wollen immer Süßigkeiten. Warum? Es schmeckt gut. Und wir versuchen sie immer zu bewegen. Hey, iss doch dein Gemüse, du brauchst doch dein Gemüse, damit du groß und stark wirst. Aber Kinder wollen das nicht wirklich. Warum? Weil sie nicht wissen, dass ihre Eltern sie besser kennen, als sie sich selber kennen. Auf dieselbe Art und Weise möchtest du vielleicht die Süßigkeiten essen. Du möchtest immer nur hören, ah, Gott liebt mich und Gott hat einen wunderbaren Plan für mein Leben. Das sind Dinge, die absolut stimmen. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dass es dein tieferes Leben mit Gott gibt, dass es ein tieferes Leben mit Jesus gibt, wo er die Möglichkeit hat, dich zu korrigieren. Hebräer 12 lehrt uns drüber und sagt, Gott korrigiert dich eigentlich nur, weil er dich liebt. Und das ist das, was wir als Eltern genauso tun für unsere Kinder. Wir korrigieren sie, weil wir das Beste für sie wollen. Die gute Nachricht ist, egal was du getan hast, Jesus vergibt dir, du brauchst ihn als Retter. Und die realistische Botschaft ist, egal was du getan hast, Jesus möchte dich retten und du brauchst ihn als Retter. Es ist egal, wie gut du denkst, dass du in deinen eigenen Augen bist, der Standard ist nicht andere Menschen. Der Standard ist ein perfekter Gott, den wir haben, der voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Das ist der Standard. Und wenn wir uns mit anderen Menschen messen, kann es sein, dass du dir denkst, ja, aber ich, zumindest habe ich niemanden umgebracht, als Beispiel. Ich bin nur manchmal am Lügen, ein bisschen. Aber die Wahrheit ist, dass wenn wir vor Gott stehen und seine Herrlichkeit sehen, dann erkennen wir, jeder von uns braucht einen Retter. Jeder von uns braucht einen Retter. Römer 3,23, um das zu untermalen, sagt, alle haben gesündigt. Wie viele haben gesündigt? Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Es ist sehr interessant, ich habe vor kurzem herausgefunden, dass fast 50% der Herzinfarkte symptomlos vor sich gehen. Und warum finde ich das so interessant? Ist, weil Leute in dem Moment, wo so etwas passiert, gar nicht merken, dass sie in Gefahr sind. Und genau so gehen viele von uns durchs Leben und sind fokussiert auf die Dinge, die wir vorher besprochen haben, was sichtbar ist. Und sie sehen nie die eigentliche Gefahr, in der sie sich befinden, dass es einen Punkt geben wird, wo sie die Linie zwischen diesem Leben und Ewigkeit überschreiten werden. Und sie nie Gedanken darüber gemacht haben, was dann eigentlich passiert. Aber das Gute ist, dass Gott nicht wollte, dass wir von ihm getrennt sind. Er hatte von Anfang an einen Masterplan, den er bereit war auszuführen. Johannes 3,16-17, viele von euch kennen den Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Gott hat Jesus nicht gesandt, weil er dich verabscheut, weil er nicht sehen kann, wie schrecklich du aussiehst in deiner Schuld, sondern Gott hat Jesus gesandt, weil er dich liebt. Gottes Motivation dafür, dass er selber in Form von seinem Sohn auf die Erde kommt, sich all den Leiden aussetzt, die wir manchmal zu tragen haben, und dass er das schlimmste Leiden auf sich nimmt, das Kreuz, an dem er gestorben ist,
seine Motivation dazu war Liebe zu dir. Kann es sein, dass als Jesus am Kreuz gehangen ist, dass er vielleicht in einem Moment dein Gesicht vor seinem geistigen Auge gesehen hat und sich gedacht hat, für ihn mache ich's, für sie mache ich's. Die Bibel sagt uns, wegen der Freude, die ihm vorgesetzt war, erduldete er das Kreuz. Die Freude bist du. Du bist die Freude, die Jesus gesehen hat in dem Moment. Das, was ihm Kraft gegeben hat, das durchzustehen. Das warst du. Kannst du dir vorstellen, dass es einen Gott gibt, der dich so liebt, dass er nicht wartet, bis du perfekt bist, damit du zu ihm kommen kannst, sondern der dir in deinem Schlamassel begegnet und sagt, ich trage deine Schuld. Ich trage deine Sünde. Ich trage deine Abhängigkeit. Ich trage deine Krankheit. Ich trage deine Depression. Ich trage deine Ängste. Ich trage deine Zweifel. Ich trage all die Momente, wo du gegen deine Eltern rebelliert hast. Ich trage die Momente, wo du Lügen erzählt hast. Ich trage die Momente, wo du mir nicht vertraut hast, sondern wo du dich auf deine eigene Kraft verlassen hast. Er hat bezahlt. Und zwar hat er bezahlt für dich. Gott sieht einen Wert in dir. Ich möchte nochmal zurück zum ursprünglichen Vers gehen, bei dem wir angefangen haben. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Wenn du zu Jesus kommst, dann lässt du auch etwas hinter dir. Wenn ich in dem Moment sage, ich komme von der Bühne zu euch, dann lasse ich etwas hinter mir. Das bedeutet, wenn du zu Jesus kommst, dann gibt es etwas, das du zurücklassen wirst. Aber die tolle, ermutigende Sache ist, das Einzige, was du zurücklassen musst, ist das, für was du sowieso nie geschaffen worden bist. Gott fordert nicht von dir, dass du deine Freude zurücklässt, sondern er ist derjenige, der dir echte Freude schenkt. Gott möchte nicht von dir, dass du deine Hoffnung zurücklässt, sondern wenn du zu ihm kommst, ist er derjenige, der dir wirkliche Hoffnung schenkt. Gott möchte nicht, dass du all deine Versorgung zurücklässt, aber es wird Momente geben, wo Gott dich dazu auffordert, zu geben, auch finanziell. Aber er ist derjenige, der kommt und dir echte Versorgung gibt. Wo du dich nicht auf deine eigene Kraft verlassen musst, auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deinen eigenen Job, auf dein Erspartes, was dein Bankkonto sagt, sondern du rechnest mit dem Bankkonto, das er hat. Das sind die Dinge, die Gott einfach möchte, dass wir zurücklassen. Wenn du heute eine Entscheidung triffst, so wie ich eine Einladung geben werde in ein paar Minuten, dann wirst du das zurücklassen. Du wirst zurücklassen deine Schuld. Du wirst zurücklassen deine Scham, deine Vergangenheit. Du wirst zurücklassen Süchte, Depressionen, Ängste. Du wirst Bitterkeit zurücklassen. Du wirst Zweifel zurücklassen. Das ist die Last, die Jesus dir abnimmt. Und das Tolle ist, er wartet nicht, bis du deine Lasten selber ablegst, sondern er sagt, komm zu mir mit all deiner Last und ich nehme sie dir ab. Ich rede mit so vielen Menschen auf der Straße, in meinem Alltag über Jesus und eine Sache, die ich immer wieder erfahre im Gespräch mit anderen Menschen, ist, dass sie sagen, ich kann nicht zu Jesus kommen, weil ich muss zuerst aufräumen. Ich muss zuerst diese Dinge loswerden, die mich zurückhalten. Aber Jesus sagt dir Folgendes, komm zu mir mit all deinen Lasten, komm zu mir mit all deiner Schuld und er ist derjenige, der dir die Last abnimmt. Er ist derjenige, der dich wäscht. Jesus sucht nicht nach perfekten Leuten. Jesus sucht nach Leuten, die wissen, dass sie ihn brauchen. So wie er gesagt hat, ich glaube, es ist im Lukas-Evangelium, wo er sagt, es sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen. Es sind die Kranken, die einen Arzt brauchen. Und wenn einige von euch heute da sind und demütig genug sind zu sehen, das bin ich, ich brauche ihn.
dann gilt dieses Versprechen für dich, dass er dir deine Lasten abnimmt. Amen. Wenn du zu Jesus kommst, nicht nur nimmt er dir etwas ab, sondern er gibt dir etwas. Was gibt er dir? Weil wir lesen, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, ich bin gütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Was bekommst du, wenn du zu Jesus kommst? Das erste ist, du darfst eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Das ist ein Riesenprivileg. Der Gott, der alles geschaffen hat, dass du siehst, all die Bäume, die Berge, die Meere und alles, was darin ist. Dieser Gott bietet dir an, komm und sei mein Freund. Dieser Gott bietet dir an, komm und werd mein Kind. Du kannst aufwachen in der Früh und dir nicht als erstes denken, oh nein, nicht schon wieder ein Tag. Sondern wenn du mit Jesus aufwachst, ihn einlädst, dann hoffe ich, dass du so aufwachst, dass du aufwachst und sagst, Halleluja, schon wieder ein Tag. Das ist die Beziehung, in der wir leben mit ihm, die so viel größer ist als alles andere, was wir erleben. Du kannst dein Leben leben, indem du weißt, dass egal was passiert, du zu deinem Vater kommen kannst. Das ist die Beziehung, die wir mit Gott haben. Ich habe vorher schon vorgelesen, Klagelieder 3, 22 bis 23, denn seine Barmherzigkeit ist nie zu Ende. Es ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Nummer 2. Was bekommst du, wenn du zu Jesus kommst? Was gibt er dir? Er gibt dir Vergebung von all deiner Schuld. Ich habe das schon erwähnt. Psalm 103, 12 sagt, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Das Tolle ist, wenn du in den Norden gehst, dann gehst du irgendwann nach Süden, weil du am Nordpol vorbeigehst. Aber wenn du immer nach Osten gehst, wirst du niemals nach Westen gehen. Du kannst es nie erreichen. So weit sind deine Übertretungen von dir entfernt. Gott nimmt alles, was du jemals falsch gemacht hast, und er wirft das in ein Meer, das nennt sich Vergeben und lässt vergessen. Gott hat die einmalige Gabe zu vergeben und zu vergessen. Das ist das, was die Bibel sagt. Du musst dich nicht mehr identifizieren mit dem, was du falsch gemacht hast, sondern jetzt identifizierst du dich, was Jesus richtig gemacht hat. Das wird deine Identität. Er vergibt dir von all deiner Schuld. Und das Dritte ist, er gibt dir ein neues Herz. Und wie sehr ich das erlebt habe, dass Jesus mir ein neues Herz gegeben hat. Mein Herz war hart, mein Herz war bitter, mein Herz war selbstzentriert, selbstsüchtig, egoistisch. Alles getan, damit es mir gut geht. Aber als Jesus mir ein neues Herz gegeben hat, hatte ich plötzlich ein anderes Ziel. Ich wollte einfach nur ihm dienen. Ich wollte einfach nur ihm folgen. Ich wollte anderen Menschen dienen. Ich wollte die Brücke für sie sein, zu ihm, die sie brauchen. Das hat mein Leben verändert. Gott hat mir ein neues Herz gegeben. Hesekiel 36, 26. Und ich will euch, sagt Gott, ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Er wäscht dich rein. Und er gibt dir ein neues Herz. Er gibt dir ein neues Herz. Er heilt nicht nur ein altes Herz und tut da ein paar Pflaster drauf und näht das wieder zusammen und dann schickt er dich wieder weg. Nein, nein, er gibt dir ein neues Herz. Jesus ist nicht gekommen, damit er schlechte Menschen ein bisschen besser macht, dass er schlechte Menschen gut macht, sondern Jesus ist gekommen, damit er Menschen, die innerlich tot sind, innerlich lebendig macht. Und das hat er mit mir getan. Und das möchte er mit euch auch tun, mit jedem einzelnen von euch. Und das Herz, das Gott dir gibt, hat neue Wünsche.
das hat neue Neigungen. Es hat einen neuen Drang, Gutes zu tun, ihn zu lieben, Menschen zu lieben. Das Leben ist nicht komplex, wenn du Jesus nachfolgst. Er macht es ganz einfach. Er sagt, alles, was euch jemals an Gesetz oder wie auch immer gegeben wurde, ist zusammengefasst in folgenden Geboten. Lieb Gott mit allem, was du bist und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles. Und das Herz, das du bekommst, ist schon dazu positioniert, genau diese Dinge zu tun. Jesus zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorn kommen. Wir werden gleich nochmal in eine Zeit gehen, wo wir Gott im Lobpreis begegnen. Aber ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen. Vor ein paar Jahren, als ich noch bei meinen Eltern zu Hause gelebt habe, hatte mein Papa ein wunderschönes, neues, weißes Auto. Und ich hatte damals ein kleines Motorrad, war so eine 125er, mein erstes richtiges Motorrad, ich bin so gefreut, ich war damals ungefähr 16. Und bin damit gefahren, mein Papa hat sein Auto geliebt, er hat immer dafür gesorgt, er hat es gewaschen, hat sich darum gekümmert, drinnen gesaugt. Wenn meine Füße, meine Schuhe dreckig waren, dann hätte er mich sicher darum gebeten, dass ich die Schuhe bitte draußen ausziehe. So sehr hat er sein Auto geliebt. Und ich fahre eines Tages mit meinem Motorrad von irgendwo wieder nach Hause. Und wir hatten eine Garage und in dieser Garage ist das Auto von meinem Papa gestanden. Ich mache das Garagentor auf und ich habe vergessen zu schauen, ob sein Auto da steht. Weil wenn sein Auto da steht, muss ich mein Motorrad geschickt so vorbeischlängeln, dass ich nicht anfahre. Das habe ich nicht geschaut. Ich habe mir gedacht, er ist nicht zu Hause. Und somit habe ich mein Motorrad genommen, gar nicht zurückgeschaut, bin nach hinten gefahren und plötzlich habe ich gewusst, was mir blüht. Und ich habe mich umgedreht und in der Stoßstange von dem wunderschönen weißen Auto von meinem Papa war ein riesiger Kratzer. Der ganze Lack war weg an dem Ort, wo ich angefangen bin. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, mein Vater wird mir den Kopf abreißen. Das Motorrad kann ich mir abschminken, das wird er sicher gleich verkaufen, jetzt kann ich Bus fahren. Und hier ist, was ich getan habe. Ich habe eine kurze Zeit überlegt, was ich tun soll, und dann gedacht, das hilft nichts. Ich muss zu ihm gehen und ich muss es ihm sagen. Somit bin ich zu ihm gegangen und ich habe gesagt, Papa, mir ist was passiert. Und er sagt, was ist passiert? Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du noch dein wunderschönes weißes Auto, das du so sehr liebst? Und er hat gesagt, ja. Habe ich gesagt, und du weißt ja auch, ich habe auch ein Motorrad. Und er sagt, ja, das weiß ich. Sage ich zu ihm, ich muss dir was beichten. Ich bin voll an deinem Auto mit meinem Motorrad gestreift, da ist ein Riesenkratzer da, schaut ganz schlecht aus, ich weiß nicht, was es kostet. Ich wollte es dir einfach nur sagen, es tut mir voll leid. Und mein Papa, von dem ich zuerst gedacht habe, wird mir den Kopf abreißen, sagt, okay, schauen wir es uns mal. Und er geht mit mir raus und er sieht den Riesenkratzer und anstatt dass er böse wird, anstatt dass er mir das gibt, was ich verdiene, sagt er, ist schon okay, werden wir schon reparieren lassen. Und mein Vater vergibt mir in dem Moment. Du hast einen Vater, der nur darauf wartet, dass du genau so zu ihm kommst, wie ich zu meinem Vater gekommen bin. Und du ehrlich bist und sagst, schau den Kratzer an, den ich verursacht habe. Spricht er eins. Er wird dich nicht zurückweisen, er wird nicht mit Ärger reagieren, sondern er wird mit Barmherzigkeit, mit Annahme und mit Liebe reagieren. Das ist der Gott, den wir kennen. Aber du musst zu ihm kommen.
Aber wenn du weißt in deinem Herzen, du möchtest diesen Jesus haben, du möchtest dieses Geschenk haben, das Gott dir gibt, dann möchte ich, dass wenn ich bis drei gezählt habe, dass du einfach kurz deine Hand hebst, als Zeichen vor Gott und vor Menschen, einfach zu sagen, ich möchte diesen Jesus in mein Leben lassen. Gebetsteam mit dem Mitarbeiter.